Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Untersuchung im Falle der Mörder mit den 6 glühenden Nägeln. Wir befinden uns hier in Bad Driburg, genauer genommen auf dem Eggeweg. Und ja, wie der Name es schon vermuten lässt, hier hat einer alten Sage nach höchstwahrscheinlich so im mittelalterlichen Zeitalter ein Mord stattgefunden. Und es hat sich wohl damals so zugetragen, dass ein Handwerksbursche, der des Nachts auf dem Eggeweg hier unterwegs war, ungefähr auf Höhe des Forsthauses Glusweide, was es jetzt nicht mehr gibt, weil es abgebrannt ist, von einem Mörder bedroht wurde und der wollte seine gesamte Habe haben. Der arme Handwerksbursche sagte aber, er hätte nichts, dass er arm sei, und ja, der Mörder hat es ihm nicht geglaubt, hat ihn mit der Axt erschlagen und festgestellt, er hat tatsächlich nur 6 Nägel bei sich gehabt. Irgendwann ist der Mörder natürlich verstorben und seitdem soll er an der Mordstelle jede Nacht umhergehen mit der Axt in der Hand und 6 glühenden Nägeln, und Nacht für Nacht soll er jeweils eine Stunde lang diese dann zählen, als Strafe sozusagen für das, was passiert ist. Und in der Sache wollen wir natürlich auf die Spur gehen. Ihr seht, es ist nicht gerade unbedingt Nacht hier, im Gegenteil, es ist heller lichter Tag, weil der Eggeweg ist relativ lang. Und auch wenn wir mal wissen, wo das Forsthaus Glusweide damals stand, wissen wir nicht genau, wo es passiert ist. Angeblich weist ein Kreuz darauf hin. Wir gehen jetzt also heute den Eggeweg lang und suchen danach, um uns vorzubereiten, wie wir da nachts vorgehen können. Und nehmen euch hier natürlich gerne mit auf die Reise. Aber muss ganz ehrlich sagen, erwartet heute nicht zu viel. Das ist eher nur eine Art Vorbereitung. Und ja, vielleicht noch ein kleiner Nebenfakt am Rande. Im Forsthaus Glusweide ist 1945 auch ein Mord passiert, allerdings weiß noch nicht viel darüber. Aber wir schauen mal, ob wir die Reste des Forsthauses noch finden. Ja, da werden wir mal sehen, was wir heute auftreiben können. Ein kleiner Wandertag. Genau. Alles klar. So, dann ja. Viel Spaß. So, also wir befinden uns jetzt auf dem Weg. Ich habe die Thermalkamera an, auch wenn ich nicht immer ins Bild halte. Der Jan misst ja parallel mit dem K2. Ja. Und wenn es irgendwelche Ausschläge gibt, so oder so, werden wir natürlich da mal einen kurzen Halt machen. Ja. Okay. Ich werde euch jetzt die Thermalkamera nicht die ganze Zeit im Bild halten. Es ist nur eher so, dass ich gucken kann. Und ja, wie gesagt, wenn sich dann doch irgendeine Anomalie zeigt, würde ich dann drauf eingehen. Oh, das war auch gut, ne? Die ganzen Wurzelgeflechte, ja. Die muss echt gestürmt haben. Also wenn man schaut.
Ganz hinten. Wow, das will ich noch kurz die Kamera festhalten, trotz allem, aber wenn wir nicht deswegen hier sind. Da hinten, wie man sieht, komplett der ganze Hang weg. Wahnsinn. Mal ein kleiner Rundumblick hier, wir sind an der Kreuzung. Klusweide ist so ein bisschen unser Ziel. Also mal ein kurzer Rundumblick. 20 Kilometer. Passt doch. Klusweide. Schön. Was alte Wanderwegweiser. Oh, die ist alt. Ey, das ist ein das ist eine Rotbuche. Was mich da ein bisschen stört, hier hörst du kaum Vögel, ne? Ein bisschen. Ja, die Pfeife da, aber sonst siehst du ja nichts. Ja gut, aber...
Nur mal zum Vergleich. Hier, da siehst du nochmal. Der ist schon älter. Ecki ist ein Baumschmuser. Ich will aber nicht bilden, geh mal kurz. Ja. Ja, ich wollte dich damit nur zeigen, diese Rotbuche hier, die muss uralt sein. Also was meinst du, Jan? Irgendwas 150? Ich hätte 160 plus gesagt, oder? Kann auch sein, Wahnsinn. Also die ist wirklich krass. So, wir befinden uns jetzt hier an der Stelle, wo ehemals das Forsthaus Klusweite gestanden hat. Hier ist ja auch das Infoschild. Und wie schon gesagt, 1945, genauer steht es hier sogar am 20. Juli, wurde hier halt ein großer Mord verübt. Ihr seht, es gab 5 Opfer. Und später ist das in den 80er Jahren bei einer Feuerübung abgebrannt. Und wir suchen ja hauptsächlich auf dem Eckeweg, auf dem wir sind, ein Kreuz. Und das könnte sehr gut das hier sein. Ist natürlich die Frage, ob das Kreuz jetzt für den Mord hier ist oder für diese mittelalterliche Geschichte, die wir eigentlich suchen. Das ist natürlich jetzt an der Stelle schwer zu sagen. Wir gehen den Eckeweg dann noch weiter ein Stück lang und schauen mal, ob wir da noch was anderes finden, weil es heißt ja nahe des Forsthauses, das hier ist ja unmittelbar. Und jetzt am Tag ist hier natürlich auch nicht wirklich viel los. Also auf der Thermalkamera können wir aktuell noch nichts sehen. Und natürlich das K2 mitten hier im Wald, kann man wortwörtlich sagen, zeigt natürlich auch nichts an. Die Frage ist natürlich, ob sich das dann in der Nacht verändert. Das heißt, dass er nachts umgehen soll. Und wer hätte gedacht, ein komplettes Holzkreuz strahlt auch nicht aus. Es ist halt die Frage, ob der Weg hier kongruent mit dem des Mittelalters ist. Wahrscheinlich ist das nicht. Schwer zu sagen. Besonders, weil der halt aufgeschüttet wurde. Ich meine, die grobe Richtung an dem Forsthaus vorbei könnte schon sein, aber könnte auch sein, dass das vielleicht gar nicht zwischen, sag ich jetzt mal, dem Punkt und dem Punkt, sondern vielleicht der Weg ging irgendwie da oben hoch, ging dann jetzt hier lang und dann vielleicht da lang. Weiß man ja nicht. Richtig. Schön ist aber, wir haben ja hier eine große Freifläche. Und das wird mehr als ein Hektar sein, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Hektar sind ja 100 mal 100 Meter, das wird in der Fläche mehr sein. Und wenn da jetzt nicht ein Hochstand dahin wäre, würde ich ja sagen, können wir nachts hier problemlos rumspazieren. Allerdings sollten wir dann vielleicht eine Warnweste anziehen. So, ihr seht, da ist der Jan. Hier ist das Kreuz, wir stehen also 2 Meter weg davon. Und wir haben gedacht, auch wenn es jetzt Tag ist, wir stellen einfach mal ein paar Fragen. Man muss natürlich jetzt erstmal kurz das Gerät wieder einstellen, aber das ist kein Ding. 12.16 Uhr. Okay, fragen wir einfach mal ein bisschen.
Genau. Also, wie heißt du? Wo bist du? Hier wurde ja einmal ein Mord verübt. Hier wurde ein Stallbursche bzw. ein Handwerker, das ist nicht ganz sicher laut den Quellen, umgebracht. Kennst du ihn? Hast du jemanden getötet? Ist schön warm hier gerade, oder? Okay, mach mal Stopp. Wie heißt du? Wo bist du? Hier wurde ja einmal ein Mord verübt. Hier wurde ein Stallbursche bzw. ein Handwerker, das ist nicht ganz sicher laut den Quellen, umgebracht. Kennst du ihn? Hey, es ist leider wie erwarten nichts auf den Aufnahmen. Nee. Ist aber auch hier falsche Zeit. Ja, ja. Da oben ist nebenbei, gerade ganz nah am Forsthaus, ein kleines Häuschen. Guck mal, ist das so eine Hausnummer? Sogar zwei Hausnummern. 16 bis 20 ist das, das ist aber ein ziemlich großer Schritt. Dann muss ja da, auf der anderen Seite, muss ja 17 bis 19 sein. Aber das ist eindeutig noch bewirtschaftet, das ist ganz frisches Holz hier. Ja, das ist gut. Das ist auch eine Gasmessstation, das ist quasi eine Messstation. Ja. Wie die geht das Holz nicht hier, die macht dann weiß auch gerade nicht halt. Ich glaube, das ist noch eine Arbeit, die bauen hier gerade was. Ja, ja, die machen ja noch was. Wir haben noch ein bisschen abseits des Weges, hier ist so eine Art kleine Försterstation. Die aber zugänglich ist, weil alles ist offen und nicht befriedet. Einen uralten Brunnen entdeckt. Schaut euch den mal an. Wahnsinn. Also es ist fast so, wie man es aus alten Filmen kennt. Also wir sind heute am Ende der Tor angelangt, wir sind jetzt auf einer Kreuzung getroffen. Hier trifft der Eckeweg auf den Klusweg. Und wir haben bemerkt, dass wir eigentlich nur einen Parallelpfad gegangen sind. Wir sind eigentlich nur den Klusweg abgegangen und nicht, wie erwartet, den Eckeweg. Der Eckeweg ist quasi da und geht da weiter. Das da ist der Klusweg, auf dem wir waren, aber das ist das Forsthaus, da wir ein Kreuz suchen. Nahe des Forsthauses. Es heißt an der Quelle, dass der auf dem Eckeweg unterwegs war, aber ob das Kreuz auf dem Eckeweg wirklich auch ist, ist die Frage. Von daher ist das, wo wir mutig, was wir gefunden haben, das richtige Kreuz. Wir werden aber beim nächsten Mal, wenn wir nachts unterwegs sind, auf dem Eckeweg diesmal lang gehen, also von der Richtung höchstwahrscheinlich kommt, und schauen da trotzdem nochmal, ob wir was am Seitenrand finden. Machen uns dann aber auf dem Weg auf jeden Fall zur Forsthütte. Damit sind wir am Ende unserer, ich nenne es mal Begehung, Untersuchung würde ich es jetzt nicht direkt nennen wollen. Ja. Weil, ja, wir haben ja zwar versucht, was zu messen, aber es war erstens unwahrscheinlich und zweitens diente diese Sache ja hier hauptsächlich erstmal die Hotspots zu finden. Und ja, Jan? Ja, wir haben was gefunden, ne? Aber jetzt natürlich jetzt nichts wissenschaftlich Haltbares, aber wir haben immer einen Ort gefunden, ne? Das haben jetzt das Kreuz und die alte Forsthütte, wo sie mal gestanden hat, haben wir anscheinend gefunden. Genau. Die ja etwas abseits des Eggewegs gelegen ist. Ja, wichtig ist ja, dass wir jetzt, wie der Jan schon gerade gesagt hat, wir wissen, wo das Forsthaus ist. Wir haben das höchstwahrscheinlich das Kreuz gefunden. Beim nächsten Mal kommen wir noch von der anderen Seite, wirklich vom Eggeweg. Wenn es dann natürlich Nacht ist, halten wir noch die Augen offen und werden dann wirklich da fokussieren, unsere Forschung machen können. Jetzt wissen wir ja genau, wo wir hin müssen. Das war eigentlich auch das Ziel der heutigen Sache. Und das haben wir erreicht für euch. Sind ein paar impressionistisch-expressionistische Bilder von der Natur entstanden und
Ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und jetzt wisst ihr auch, wenn ihr dann das zweite Video mit der Nachtuntersuchung seht, wo wir uns gerade befinden. Und ansonsten, ja, wenn du nichts zuzufügen hast. Nö, war schön heute. Ja, Spaziergang. Die Sonne prallt, sag ich mal so. Keine Ahnung, ob es jetzt einen Auswertungsteil gibt. Ich glaube, diesmal muss ich keinen machen. Es sei denn, ich finde wirklich was, dann kriegt ihr noch einen. Halte ich aber jetzt für unwahrscheinlich. Deswegen wird das heute wahrscheinlich wirklich die richtige Verabschiedung sein. Und genau, da sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Ja, genau. Und wir sehen uns bei der Nachtuntersuchung wieder. Und da wird es dann natürlich auch einen richtigen Auswertungsteil geben. Freue mich schon drauf. Alles klar, dann tschüss. Tschüss, tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.